Ja, Benny. Hallo und willkommen zurück zu Payday Nummer 2. Wie gesagt, jetzt hier nochmal den letzten Teil. Hallo und so. Hi. Try number 3. Ja. Und letztes Mal ist Benny wieder irgendwo reingelaufen, leider. Letztes Mal ein bisschen bitter, weil wir waren eigentlich schon fertig, wir haben schon alles ausgeräumt. Dann war Bernie oben bei einer Wache quasi. Es war ein bisschen bitter, aber. Steck mich hier unten. Nee, wir brauchen dich ja von Bernie, unten. Nein, ohne dich können wir nicht flüchten, ne? Wenn du da unten im Safe bleibst, dann. Bleib einfach bei uns. Wir brauchen 4 Beuten. Ich kann keine Dritte mitnehmen. Ich werde entdeckt. Das ist unmöglich. Bernie, komm einfach mit uns mit. Das ist nicht. Okay, du kannst sogar im unmaskierten Modus bleiben. Das ist mir jetzt egal. Nee, du kannst. Nur, wir schaffen es schon, dass du. Guck mal. Wir müssen nur irgendwie in diesen Seitenausgang rauskommen. Okay. Da ist nämlich der Mülltruck. Ja, eben. Sonst bleib halt bei uns. Wir machen das schon. Ja, warte, Daniel, weil wir müssen irgendwie. Es gibt einen Seitenausgang. Und da ist der Mülltruck. Ah, und wenn wir den haben, da können wir sehr viel einfacher abgeben. Ja. Als mit der Seilrutsche. Das Ganze ist safe. Ja, du bist los. Ich glaube, der Ausgang ist hier. Das ist der Ausgang für den Mülltruck in dem Mechanics Room. Ja. Bei der Geschwindigkeit habe ich gerade noch so ein schönes Zitat im Kopf. Much slower than before. Deswegen pass auf, hier sind noch Civis, ne? Zack. You are a murderer, you asshole. Ach, I don't give a fuck, boy. So, aufpassen, hier können immer noch so Civis und so sein, aber hier, genau. Weil diese Vorteile haben wir jetzt hier gekauft. Benny, du kannst jetzt hier bleiben. Hier drin, genau. Genau, jetzt kannst du hier bleiben. Und da so eine Leinsäcke. Deswegen, das hier ist halt mit der Abschied, die Johnson-Methode abzugeben. So, dann ich scout mal. Deswegen meinte auch hier so die Leute umbringen, weil das ist dann viel entspannter, wenn man die hier Leute alle hier umbringt. Oh, ich wurde fast entdeckt. Kill ihn einfach. Hab ihn. Ich kümmere mich drum. Wieso? Jetzt sollten wir eigentlich safe sein, weil es gibt nur 2 Wachen, die hier scouten. We're all good, mate. We're all good. Und keine Scheibe geschossen wie Bernie, deswegen. Sicherheitshalber bringe ich mal lieber trotzdem da rein. Ja. Nervous. Just es kann halt sein, ja, es kann halt sein, dass jetzt noch Leute runterkommen, aber ja. Never say never. Nee, das ist was anderes. Aber jetzt haben wir eigentlich die untere Hälfte komplett gequält. Ich habe den Civi erledigt. Und die 2 Wachen und den Kameramann. Ja. Dürfte passen. Deswegen, Bernie, jetzt sind wir auch relativ so sicher relativ, dass wir jetzt auch hier alles ausräumen können. Ja, deswegen, wir räumen das Ding komplett aus. Du kannst ruhig chillen, ist kein Problem, aber wir machen das. Also theoretisch könnte Ben jetzt auch maskieren, dann würde es schneller gehen. Inferius. Ja, bitte. Ja. Wir haben jetzt alles gecleared. Du musst einfach nur noch, genau wie wir, ne, wir sprinten da schon so, weil es halt relativ safe ist. Das ist wirklich kein Problem, folg einfach Kopa. Genau. Wenn ihr einfach nur hier und dann runter, das ist sogar wirklich sehr, sehr safe. Das ist wirklich komplett easy, deswegen sagen wir, Bernie, meistens die Escape-Sachen sind meistens... Benny läuft einfach bei den Safe rein. Hab ihn nicht zu viel töten müssen. Sorry! Okay, räumen die von der Straße, wenn sie auf der Straße liegt. Ja. Okay, sehr gut. Ich nehme mal kurz den gleichen Weg. Und Benny, bitte lauf nicht so schnell, dass du verwirrt bist, wo du hinläufst, und läufst du irgendwo in die Bank rein und dann heulen wir, sondern genau. Siehst du? Sehr schön. Noch 3 Stück übrig oder 4. Wir können uns theoretisch immer noch einen Pager sogar leisten, falls jemand runterkommt. Eben, wie gesagt, wir heißen Non-Demonides. Fucking weak. Benjamin, bitte nicht die Bags daneben schmeißen. Du hast gerade das Bag daneben geschmissen. Ey, der ist drin, aber geh nicht rein. Das war ein Buddy-Bag. Oh wow, Benny. Buddy-Bags, nimm den bitte raus und schmeiß ihn woanders hin. Warum nimmst du den Buddy-Bag dann? Ich hab das genommen, was das nächste ist. Bleib da, wenn es sind noch 2 übrig. Ja, Buddybags ist nicht das. Wir nehmen. Hallo? Kannst du unten nicht noch die Sachen aufmachen? Ja, man kann Dinger aufmachen, das dauert aber halt ewig. Das dauert ewig. Benny, ich hab gesagt, bleib da. Benny! Einzelig aufmachen. Benny, willst du mich verarschen? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Du hast die ganze Zeit Panik, dass du die Mission für uns verkackst und sagst, oh, ich muss schlafen gehen, oh, das dauert mir zu lange. Und jetzt läufst du wirklich hier runter, um einen fucking Schießfach aufzumachen. Bernie, komm. Bernie. Sorry, da krieg ich so einen Hals bei so einem. Was ist das für ein. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Schließfächer vorhin aufgemacht. So, das wäre jetzt alles Bonus. Und ohne Kettensäge sind wir noch bestimmt noch 5 Minuten zugange, vertrau mir. Weißt du, ne Leute in der Aufnahme holtet uns da voll, oh nein, und dann können wir es noch verkacken und ich will schlafen gehen. Und dann macht er hier noch so einen auf den hier. Den erledige ich.
Dann sagen wir noch, ich leg ein ECM und wir laufen einfach durch. So, run. Run, boy, run. So. Siehst du, das ist nicht so schwer, Benny, wie gesagt. Man muss nur ein bisschen Aufmerksamkeit sein. Der letzte Teil ist eigentlich echt easy. Mach dir keinen Kopf, Dude. Alles gut. Wie gesagt, wir hätten zu dem Sachen, wir hätten jetzt welche knacken können, aber das hätte wirklich noch 5 Minuten gedauert. Ich habe ja schon ein paar aufgemacht und ich habe vielleicht das eine Reihe aufmachen können. Unnötig gewesen so. Ja, so ich bekomme ich kein Level, doch ich bekomme Level. Deswegen, ich habe glaube ich eine eineinhalb Reihen aufgemacht in der Zeit, wo ihr unterwegs wart, glaube ich. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen kurz Pause und sehen uns gleich wieder. Gut, Leute. Wir sind back nach etwas Komplikationen. Und ja, nächster heißt es Frühstück in Tijuana. Und ja, gucken, was da so kommt, ne? Hola, compañeros, pendejos. ¿Cómo estás? Wie gesagt, weil Bernie schlafen musste. Heute sind wir in Policia Federal. Nur zu zweit. Oder diesmal jetzt dann. Tijuana, Kommissaria de Sector. Genau, Bernie musste schlafen, wir brauchen aber trotzdem mehr Parts. Immer noch Daniel in der Session, weil. Komm, bis zur nächsten Session sollte ich da meinen Scheiß gefixiert bekommen haben, oder? Fakhreddin is being held in the outskirts of the city, but Tijuana's murder rate is infamous. And the police station security level reflects that. It's a bloody fortress. This won't be easy, but if anyone can do it, it's you, guys. Good luck. Ah, wer's erwartet, natürlich ist das. Ist zum Teil Mexiko ein relativ gefährliches Pflaster. Spiked Churro. The front gate security guard's Churro has been spiked with sleeping agent. Nice. Mach ich mal. The legally parked car, an associate will park a car next to the wall, enabling you to jump over. Janitor has been bribed to leave window open. Ja, machen wir das. Next to the wall, jumping over, and janitor has been bribed to leave window open. Ah, okay. Time to put this plan into motion. Mach das mal. Gadget und Risiko Level 1. Toter Briefkasten. Ah ne, Risiko Level 6, ja. One down, stimmt. Da sieht man dann. Übrigens, Leute, falls ihr das jetzt so sehen, übrigens die die höchste Schwierigkeit One down Truppen aus. Die haben so einen speziellen Skin. Ja, die sind ziemlich durch. So. Dann, let's go. Auch der hier, dann Buluk Menjin. Der hier, dann Buluk Menjin, dann Dragon und dann Prisoner. Das ist das so. War es nicht sogar so, dass jetzt anscheinend, so wie ich mal gehört habe, im Vorbriefing, wo da glaube ich irgendwie der Bruder von Vlad da irgendwie jetzt einführt? Oder festgenommen oder irgendwie sowas? Und da sollen wir jetzt, glaube ich, Informationen rausholen. So, hier, genau. Hier können wir jetzt über die Wand das Video machen. Das kann ein tricky. Oh, hier sind überall Guards. Ja, wie gesagt, ist gut bewacht hier. Da meint ihr, das ist hier eine Festung. Darf ich wo reinlaufen? Kamera über uns. Na, hier sind in den Mauern überall fucking Kameras. Ja, komm halt raus. Da sind sie. Sagen wir so, dafür, dass sie so gut bewacht ist, sind ja aber ziemlich viele Sicherheitslücken in der Wand. So, was ist das hier? Wahrscheinlich Strom, um das zu öffnen, denke ich mal. Ja, Alarm aktivieren. Das ist doch schon hilfreich. Soll ich hier dann mal. Kümmerst du dich vielleicht um Kamera? Ja, ich loop die mal. Hallo? Ich glaube, du musst auch das drauf springen. Warte mal. Ja, ich kann es hier machen. Okay, passt. Du musst einfach sagen. Ich mach schon. Okay. Lass knacken. Sehr schön. Hier können wir aufmachen so. Zum Verstecken. Das genau, Alarm ist deaktiviert, deswegen können wir jetzt hier aufmachen. Sonst hätte es hier Alarm gegeben. Ja, Überraschung. Alarma, el edificio tiene Alarm. Was, Alarm? Oh, nein, geh nicht rein. Du wirst direkt begrüßt, sagst du? Vorsicht. Penetrate the fort. Penetrate, was sind wir, Doc? Penetrate? Ha! There's a guard. Ha! Watch out for the guard. A guard! Mann, warum kann ich nicht aufstehen, ey?
Boah, ey. Falls und ja, ich habe mir nach Ewigkeit mir wieder Joy genommen. Oh Gott, mal wieder eine nette Abwechslung. Hatte auch keine weiteren Hintergedanken übrigens. Das stimmt. Heute kann ich vielleicht auch ein bisschen länger machen, weil morgen ist mein erster Tag in der Hochschule, da das halt auch die Fahrt kürzer ist, muss ich nicht irgendwie eineinhalb Stunden früher aufstehen, sondern das ist in dem Fall die, praktisch. Zur Arbeit muss ich wirklich so zweieinhalb Stunden früher aufstehen, weil eine Stunde vorbereiten immer, ne? Morgens ist ja wichtig, ne? Ja, logisch. Und halt eine Stunde ist ja wirklich für, ne? Hände und Gesicht waschen, ne? Überhaupt erstmal aufstehen, zum Leben erwecken, so. Frühstücken. Das ist positiv, das ist eine fucking Kamera. Ja. Ah, ich kenne sogar, ich kenn sogar mal das vom Aussehen, weil ich weiß, dass jemand mal Sachen getestet hat auf der Map, von dem her kenne ich dieses Layout ein bisschen. Ui, hala, lalalala. Nette Begrüßung, würde ich mal meinen. Ich gehe einfach mal hoch. Auf welchen, wo Computer, was Computer? Aber es ist schon so mexikanisch, irgendwie auch so ein bisschen an hier. Das ist ein Ziff. Ups. Wie viel Orange möchten Sie in Ihrer Landschaft haben? Ja. Ah, guck mal, was da ist. Ich habe eine Medaille aufgehoben. Na, Sombrero. Was ist hier? Tequila, ne? Oh ja. Tequila! Wie viele mexikanische Klischees wollen Sie haben? Steht da irgendwas? Na, kann man nicht lesen. Schade. Das kann man auch nicht lesen. Cams gehen wir auf den Nüsse. Ja, so ein bisschen schon, aber hier wird es doch bestimmt Security Room geben, I think. Ja, also Leute, das war, hey, der obere Bereich ist ziemlich tight, ja. Ja, das ist richtig. Ich schmeiß mal hier den Buddy Bag und hoffe, dass das geht. Wahrscheinlich nicht, weil sie durch die Erde kann. Ja, das hebe ich auch, das macht keinen Sinn. Du kannst keinen Zentimeter bewegen hier. Weiß ich habe gerade überlegt, ob man es. Nee, geht auch nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man den in den Schrank packen kann, aber. Nee, die werden das durch die Fenster halt alle sehen. Die sagen. The Kero Boss will have the files on his computer. The Chief Kero Boss. Ey, wir sind gerade echt in der ziemlich Kack-Situation gelandet. Ah, das ist nicht so geil. Ich kann mir halt echt keinen Zentimeter rauslegen, wo hier die fucking Kamera ist. Na, okay, jetzt zeigt er es uns endlich an. Ja. Das macht Paddy, nach einer Weile zeigen sie uns an, wo man hingehen muss. Das ist richtig. Vorsicht, nehmen wir. Oh. Weiter. We have to move someone. We have to move eventually, you know. Aber hier sind überall Leute. Das kriegen wir so nicht hin, wenn hier ich bin. Ich merke, was du meinst. Da steht ein Civi, da sitzt einer, da hinten ist eine Wache. Deswegen ist es hier voller Leute. Wie sollen wir da denn bitte ungesehen durchkommen? Ich muss es jetzt einfach probieren. Soll ich mitkommen oder soll ich warten? Warte erstmal. In unserer Erfahrung war es bis jetzt immer so, wenn jemand hinter einem läuft, dann wird er immer entdeckt. Ich hab's nämlich aus irgendeinem Grund mit absolutem Wunder geschafft, also. Hier, da kann ich auch dann die Leiche verstecken. Schiedel. Wir noch mehr wieder gerade jetzt machen. Einen leeren Griffith-Tag. Schlüssel anhängen. Ich habe keine Ahnung, worüber er redet. Irgendein leeres Schild, was auch immer damit gemeint ist. Er hat auch irgendwas zum Schlüsselanhänger gesagt, oder nicht? Ja, irgendwie. Ach, er braucht einen Riffet. Ah, okay, hier im Büro von dem Typen. Das ist sowieso wie so ein Kartenleser. Ja, ich würde da gerne mal rüberkommen, aber das ist gerade nicht so einfach. Ja. I try it. Not. Weil der da stehen bleibt, fickt mein Leben. Na, ja, schaut denn die. Oh, von wem? Ah, ja, Solo. Na, schon? Ja. Ja, natürlich. Aus dem Grund hat er mich sehr, sehr schnell gesehen. Das weiß ich auch nicht warum. Also, ja, what the fuck, wieso? Ich rieche, dass das witzig wird. Das gefällt mir jetzt schon ganz und gar nicht, anders als hinten warten. Schau mal kurz.
Breakfast. Ich habe auch gesehen, der DLC war nicht so gut bewertet worden. Mhm. So aus, was man gekauft, passt. Ja, hier, Watt's brother-in-law and the partner who helped us with the car at the beginning of the St. Martin Bank heist. Harry Houdin had been captured by the Mexican police apparently right after the robbery. He was transferred to a police station in Tijuana, where they have enough evidence that can land him in prison for a long time. Ja. Ja, wie gesagt, ist der Bruder. Hm. In dem Vorbriefing sagt er auch irgendwie Vlad so, ja, dass er schon ein bisschen verletzt ist, dass man ihm ja nichts zu der ganzen Bane-Sache gesagt hat. Ha, okay. Und er hat dann nur gesagt, ja, dafür, dass ihr mich so lange ignoriert habt, macht mir einen Gefallen. So kam ich dann in diese St. Martin Bank. Und dann mittendrin so, ich brauch dann nochmal eure Hilfe, weil mein Bruder halt entführt wurde. Oder Brother. Okay. Nee, ich glaube, der ist ja Brother-in-Law. Also der ist ja gerade durch Dings halt Schwager. Soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, ob er Bruder ist oder Schwager, irgendwie sowas halt. Ja, Schwager war es, Brother-in-Law. Ja. Hmm. Notes. Guards will be alerted if they manage to see the chief's computer being hacked, which can lead to frustration and unavoidable detection. Na, der Scheiß schon wieder. Ja. Hat sich irgendwie erst gehackt wurde, Mama. Oh, das war damals im FBI-Büro echt zum Kotzen, Alter. Im Moment hat er Zeit gebrochen, so. Anders kann man es nicht machen. Ja, echt keinen Bock mehr. Direkter Eingang offen, lol. Ja, wie gesagt, der Guard hat uns auch schlafen gelegt. Ja, macht's wieder hier Feuer. Okay, das kann ich nur nicht machen. Oh. Jetzt aber. Ich hab mal geguckt, ob es zeitlich reicht, aber nee, tut's nicht. Nur ist echt fast entdeckt, da habe ich schon ein bisschen Panik bekommen. Ich hab das schon im Griff gehabt. No problem at all. Ich mach kurz. Ja. Ja. A guard. You should find the chief's office on the upper floor. The evidence should be on his computer. Wir reden. Ich bin gar nicht mehr auf der Map angezeigt. Hallo? Ach, da oben. Ich bin oben. Ich hab gedacht, du bist schon oben. I see. Natürlich steht da schon fucking einer hier rum. Natürlich. Was auch sonst? Ja, das tut er. Also, ist kein Witz, ich kenne wirklich von dieser Map gefühlt nur Gameplay, die laut ist. Ich habe glaube ich, noch kein einziges Schleich-Gameplay gefühlt von dem Ding hier gesehen. Ja, schon mal eine gute Nachricht. Oder vielleicht so ein oder so. Oh ne, das sieht man da drüben. Mexiko. Ich hack mal. Okay, vielleicht auch nicht, weil ich gedeckt fast werde. Boah. Geil, let me do it. Fick mein Leben. Hm. Die Kamera ist echt assi, Alter. Ja. Ich habe auch schon gelesen, den Kamera-Operator kann man nur... Daniel, geh zurück. Alles gut. Ich habe auch schon gelesen, den Kamera-Operator kann man erst sehr spät in der Mission erledigen. Ah, okay. Wir müssen ein Schild herstellen. Ah. Es gibt, also er hat wohl gesagt, es gibt wohl so eine Erkennungsschlüsselkarte oder Schildkarte. Wir müssen so einen extra herstellen, müssen eine leere Schildkarte finden. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wo auch immer der sein mag. Ja, ich würde auch keine Ahnung.
Yeah, da. The camera operator is inaccessible for most of the heist until players reach the holding cells via the door breaker. And those cameras will be a constant obstacle. It is recommended to leave at least one pager for the camera operator to disable cameras for the rest of the heist, and to gain access to the station's cameras, if any surveillance assets were not purchased. Na gut, ne? Yes. Ich frage mich halt, wo man so etwas jetzt herbekommen sollte, so ein RFID-Tape. Ich guck mal, ob ich zum anderen Raum rüberkomme. Ja, da ist auch wieder ein Civi drin, ich war nicht schon mal. Du musst halt weg, bevor die irgendwie wieder geflogen ist. Bei mir nicht, bei mir ist sie genau vor meine Fresse geflogen. Medaille, cool. Was ist das? Nix, das ist irgend so ein Telefon. Hier schon aber nichts zu sein. Anscheinend zumindest. Nee. Negative. Kann ich den hier drin vielleicht ablegen oder? Mist. Als ob der mich gesehen hat. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Nein, leg mal gleich dein Pager. Pager? Wozu? Ich meinte nur, weil hier doch überall Kameras sind. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das eine Kamera sieht, you know? Da war ich mir gerade noch nicht. Oh nein. Oh. Naja, das war wieder. Ich war halt komplett eingeschlossen. Der Raumstruktur ist echt assi, Alter. Also, no shit. Hm. Oben ist halt ziemlich shit. Ah, großartig. Fakhreddin is being held in the outskirts of the city, but Tijuana's murder rate is in. Mag ein bisschen hart klingen, aber ich glaube, das ist sogar ganz gut, dass wir die Mission zu zweit machen. Infiltrate. Macht's, glaube ich, einfacher, würde ich auch sagen. Bei mir scheint wirklich diese Schleichen so relativ assi schwer zu sein. Geht genau dahin. Der steht halt nicht so gut. Look out, there's a guard there. Oh fuck, da ist ja noch einer. Ah, das war dumm von mir. Ja, das sind immer zwei Leute da. Na, die Kamera hat's gesehen. Mist. Den habe ich einfach übersehen. Den habe ich grundsätzlich einfach übersehen. Ja, das war wohl so. Eieiei. First, see if you can get inside. You might want to try a quiet approach. You can expect the security to be very tight. Cameras and everything. Du kannst immer die Kamera loopen, wenn ich das so mache. Ja. Und so. Schon mal so eine Map, weißt du, wie du es kennst, wo du direkt ein schlechtes Gefühl hast. So. Ja, das ist auf jeden Fall nicht positiv. Ja, die Camps sind ziemlich brutal. Ja. Und ja. Mir gefühlt schon so, dass ich in der oberen Ebene einfach alle umbringen würde. Ne? Oh, Mist, Civi hat. Civi und Typ hat mich gesehen. Nein, ich glaube, ein Fall ist hier.
Ich muss halt aufmachen hier. Du musst die Kamera looten. Wo ist die Kamera, Alter? Ja. Fuck, fuck, fuck. Ah, da hat's... Ne, der hat dich gesehen, ne? Ne, der hat die Leiche gesehen, da. Ah, Scheiße, ey. Ja, ich muss aber, glaube ich, gleich nochmal die Kamera loopen, hab ich so ein Gefühl. Ja, muss ich auch. Na, was? Jetzt hast du die andere Kamera gesehen. Ja, die andere Kamera hat... Boah, Alter! Was ist das für ein Scheiß hier, ey? Deswegen, du kannst da oben halt gar nicht auch alle killen, weil irgendeine Kamera das dann sofort mitkriegt. Und wenn es die eine nicht mitkriegt, kriegt die andere mit. Mal gucken, ob wir den auf leise schaffen, weil... Puh. Was hab ich gesagt, wir gehen einfach jetzt durch den Haupteingang. Das ist ziemlich nett. Schon eine gute Strategie. Ah, hier ist keine Kamera. Auch okay. Ich hack jetzt mal nicht, weil er das irgendwie sieht. Oh, jetzt. Ich hatte es jetzt schon mal gesehen, hier gibt es irgendwie so Medaillen oder so. Ja, ich habe auch schon eine Medaille. Kriegen wir noch ein Achievement. Ah, kriegen wir ein Achievement für, okay. Ja. Wenn man alle Medaillen in einem Go einsammelt. Hier ist sogar keine Kamera bei uns. Das ist angenehm. Ne. Around the office, aha. Whatever that's supposed to mean. Ach, was wurde da? Ach, Medaille, okay. I see. Ich war noch eine Medaille gefunden. Not what I wanted, but alright. Hier ist ein Security Room oder sowas, ne? Oh shit, da kommt jemand, Daniel. Ah, ich weiß, ich bin ein bisschen in der Bedrohung. Vorsicht, der kommt zu dir. Nein, ich wollte mich in Sicherheit bringen und das hat es so schlimmer gemacht. Fuck. Ah, scheiße. Weil wurde nicht gesehen, aber ich bin halt, wenn der sich leicht bewegt hätte, wäre ich am Arsch gewesen. Ich habe zum Glück rechtzeitig reagiert, die Kamera gelobt und alles. Na gut, da sind wir halt voll in die Falle getappt, ey. Ja, die Frage ist, wohin mit denen? Oh. Daniel kommt zurück. Die Kamera. Na hier, Daniel, komm. Ich würde erstmal schauen, wohin das jetzt hier führt. Ihr könnte sicher sein, vielleicht. Na, machen wir es erstmal hier. Weil selbst wenn jemand den Leichenberg dann hier sieht, dann können wir ihn hier auch ziemlich gut entsorgen. So. Alter, was fliegt das denn so weit? So. Und die Tür können wir nicht einfach so aufmachen, weil ich glaube, das ist die Tür, die wir halt aufmachen müssen mit dem AfD-Tür, weißt du? Ja, genau. Aber hier ist nirgends was, ne, aktuell. Wenn es lange gebaut wird, wird es irgendwann angezeigt, wo es ist. Mal schauen, hier ist halt der Zivi, da können wir nicht entlang. Na, das ist doch schon was markiert, oder nicht? Na, jetzt ist es erst markiert worden. So, pass auf, genau, weil da ist immer noch ein Lümmel, der hier oben rumroamt und da hinten ist ein Zivi. Guck mal, direkt da, wo ich hin aime mit dem Laser, ist ein Zivi. Na, ich sehe ihn gerade nicht, aber na, okay, ich weiß auch da, wo der... Ah, da, okay. I see.
ist halt echt nicht schön. Da ist übrigens auch noch ein Civi im Raum der gegenüber. Hm, ja, aber der wird uns eigentlich nicht stören. Puh, ja, ja, ja. Bin schon fast dazu verleitet, den Garden um die Kugel zu verpassen. Verstehe ich, aber die Frage ist halt, was mit Kamerasituationen drumherum. Müsst ja so ein bisschen ja scouten. Die Frau gegenüber hat uns was gesehen. Aktuell sehe ich halt keine Kamera, das ist ein bisschen tricky. Ah, ja, die Kamera, hier ist eine. Oh. Typ kommt. Did you find the key tag yet? Telefon? Yeah. Ja, so ein Schaumblock. Wo ist denn der Kopf? Na, der ist da. Oh, der hat mich fast entdeckt. Don't make a sound. Ah. Okay, da, also das sind die zwei Leute in so einem engen Bereich halt herumpatrouillieren, da kommst du echt nicht durch. Das ist hart assi, Alter. Ich weiß gerade auch nicht, wie man das machen soll. Wir sollten es, glaube ich, riskieren, nur falls beide abknallen, hätte ich jetzt mal gesagt. Na, aber das Kern, da müssen wir wirklich aufpassen mit. Ich glaube, wenn wir es richtig anstellen, bleibt bei mir Daniel, dann kriegen wir es hin, ohne dass wir den umbringen müssen. Wenn wir jetzt hier so um ihn herumschleichen. Der Zivi ist immer noch da, Daniel. Pass nein, du gehst direkt zum Zivi hin. Daniel! Ah, ich habe ihn nicht. Ich hab ihn. Ich sag dir, du gehst direkt dahin. Ja. Wenn du mir mal zuhörst, dann. Ja, du hast recht. Gott, Alter. Der Cop kommt zu dir, Daniel. Pass auf. Komm mit mir. Ja. Mach mal einen Fair, gebe ich zu. Aber war zum Glück ja nur ein Safe. Kann ich den hier ablegen? Ist safe nicht. Hinter dem Desk, würde ich sagen. So, die Reservatenkammer war da hinten. Die Kamera los. Search and destroy, friends. Step one. Search and destroy. Ja. Ist ein riesen Safe, okay. Läuft. Kannst du mal probieren aufzuknacken? Ja, ich mach das dann. So lange mal hier der Weise. Hm, irgendwann kenne ich das. Beweise aus Schränken suchen. Keine Ahnung, was du machst. Haben wir nicht schon zweimal gemacht oder so? Du, reines Kokain. Okay, und Koks? Ja, gut, ich habe Beweise. Ja, ne, also Wartenkammer wird auch immer die beschlagnahmte Drogen gelagert. Weiß nicht, ob wir die jetzt schon transportieren können. Ja, lassen wir es mal drin, weil ja, die genau abgeben gesagt. Können wir es nicht so richtig. Ja, das meine ich ja. Aber ich so, habe auf jeden Fall die Beweise. Ja, wie jetzt? Haben wir die Beweise? Ja, ich habe die Beweise. Ja, du hast. Warte, das, wo können wir sie jetzt vernichten? Wo sollen wir jetzt hin? Ja. Ein Aktenvernichter oder sowas? Keine Ahnung. Ja, aber wo ist der Aktenvernichter? Ja, das weiß ich nicht. Er hat auch nur gesagt, soweit ich weiß, find some way to destroy them. Oder nicht? Ja. Schönen Wagen. Büro von denen gibt's das nicht. Ich weiß ja nicht, was die Beweise sind, also. Das ja, du hast die Beweise bei dir. Ja, aber ich meine halt nicht, das ist halt das Ding, sonst können wir orientieren, wenn man weiß, was für Art von Beweis, weißt du, ob es Papier ist oder irgendwie so ein Gegenstand oder sowas halt. Das hat so vage, das könnte halt alles heißen, ey. Schmeiß den Fluss, nimm einen Aktenvernichter, steckst dir den Mund, das kann alles sein, ey. hast du da auch irgendwas bei dir? Ich sehe da immer so ein Symbol. Ja, den AfD-Tag. Ja, wie? Jetzt hat er es angezeigt. Ja, also doch. Na gut, dass der wieder da hinten ist. Amazing. Gut, der eine Zivi ist tot, aber naja. Amazing. Ist ja trotzdem nichts am Problem, dass wir da irgendwie dem vorbei müssen. Ja. Warte, wir warten, bis er stehen bleibt. Nein, oh, what the fuck? Warum? Deine geht nicht durch. Ich kann nicht durch. Das Problem ist, ich muss da hin, weil ich habe die Beweise. Ich weiß, renn jetzt durch, renn. Renn? Okay. Das hat funktioniert, what the fuck? Ja, Rennen ist immer da, ne? Da reagieren sie langsamer.
Zellen, okay. Aber hier ist immerhin halbwegs safe hinter der Wand. Immerhin. Ja. Kurz Handkratzen, juckt. So. Piece of fucking shit. Wolf sieht echt komisch aus mit dieser Maske. So, run. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier der Zellenblock ist. Genau, sehr schön. Findet die Waffenkammer. Geil. Die Frage ist, wohin diese Tür hier hinführt. Ja, ich mach sie nochmal nicht auf. Die kann rausführen, die kann sonst wohin führen. Das ist halt das Problem. Ja, die Sache ist halt, dass da immer Leute dann irgendwie rauskommen können. Deswegen das ist halt wollen wir das mal lieber nicht. Ah, hab's gefunden. Komm. Oh, wow. Alter Vater, Mann. Ja, ich mach das dann, ja. Wenn ich das Ding hab. Müssen wir nicht irgendwie nochmal ein Bonusrisiko eingehen oder so? Das Problem ist halt, wenn wir da weiter müssen, sind die Bags dann nicht unbedingt so optimal. Hm. Ich geh da mal hin. Wir können theoretisch, Daniel. Nein, komm mal, nee, lass mich, ich kann das nur aufmachen. Bring die mal in die Asservatenkammer. Ich glaube, da sind die safer. In der Zeit kann ich die Armory looten. Asservatenkammer, das war. No, da kommt ein Kopf, da kommt ein Kopf. Versteck dich, versteck dich. Muss gerade überlegen. Asservatenkammer oben, ne? Ja, ja dann. Ich führ dich hin. Ach, das mein, du meinst den Raum, wo man die Akten hatte. Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Das nennt sich Asservatenkammer. Ja, stimmt, du hast absolut recht. Ja. Halt die Kammer voller Beweise. Ja, stimmt. Was eigentlich da, wo das reine Koks rumschwebte. Hm, genau. Ich führe dich in die Kammer. Ja. Schön aufs Koks drauf, let's go. Let's go. Erstmal fast zwei. Hey, jetzt zu Jackies. Okay, du hast vielleicht mitgenommen, passt. Ja, because I'm smart. Ah, hier, Tür öffnen. Hä, 23.000? Das ist ein Riesenteil. Das, was ich zu meinem. Na gut, den willst du mir sparen. Nee. Ja, Munition, überall Sturmgewehre, die wir theoretisch mitnehmen können. Aber das Ding war echt hui. Das war ein Riesenteil. Gut, dass wir das transportieren können, meine ich mal. Zack. Ja. Das ist bestimmt gar nicht laut oder so. Ja, oder auch nicht. Das geht so relativ, sonst können wir ja nicht safe, Mann. Und da ist gerade das Glas gebrochen. Das hat keiner gehört. Super unauffällig, auf jeden Fall. Okay, und das Ding verschwindet einfach. Das ist nützlich. Magic. So, hier ist der Cam Guy. La Alarma Suranas oder irgendwas. Wie der da liegt, Alter, what the fuck. Cam Guy erledigt. It's all good over here. Jetzt müssen wir uns um den Scheiß eigentlich nicht mehr kümmern, ey, heilige Mann. Ich frage mich ja nur, ob der auf seinem Sitz da gesehen werden kann. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, ich verstecke ihn auf jeden Fall. Dann gebe ich mir auch noch mehr Buddybags. Ja, obwohl. Zack. Wir haben ja keinen. Haben wir wohl. War nur nicht da, wo ich sie erwartet. Naja, ich habe gerade nur einmal in die Kameras reingeguckt. Ich habe irgendwie erwartet, dass er auf dem anderen Tisch ist, aber es ist an dem hier. Ah, da ist er. Mit der Säge. Okay, legen wir den Arm ab, Kappa. Ja, in den Camps kann man ihn sehen, dass man sogar irgendwie seine Fässer mit der Säge aufmachen kann oder so. Stimmt, ja, hast recht. Wenn hier in der Parking Lot hauen wir ab, aber da ist auch eine Guard drin, da wurde ich auch schon davor gewarnt. Ach, cool. So, befreit die Gefangenen. Ach, das ist die Mariachi Band. Lol, stimmt. Und jetzt waren die wohl eingesperrt. Lol. Okay, das finde ich, das ist das lustig. Das ist witzig. Das die Frage ist, wofür? Weil sie besoffen waren? Warte, wir müssen mal schauen. Welche Nummer hat es? Ah, Nummer 2. Aha, siehst du? Nummer 3 ist leer, Nummer 2 ist unser Bro drin. Hm, deswegen die Kameras schon. Das ist, man sieht ja hier direkt. Man sieht ihn ja sogar. Interessant, dass hier gar keiner rumpatrouilliert. Ja, besonders im Zellenblock. Ja, und die Kamera deaktiviert, oh ja. Ihr braucht einen Bolzenschneider. Aha. Ja, gut. Wo kriegen wir jetzt einen Bolzenschneider?
Also warum können wir nicht einfach irgendwo in den Security-Raum gehen und einen Schlüssel holen? Das wäre auch zu schwierig, ne? Ja. Hallo, aufschließen wird's einfach. Jesus fucking Christ. Das ist halt echt kein Schwanz. The fuck? Was ist denn da kaputt? Hier ist noch eine Karte. Ah, hier sind welche, da sind die Leute. I see. Alles gut, wo kriegen wir jetzt die Wolze? Ich muss mir dafür wieder zu mir in die Waffe. Oder soll man kurz warten, bis uns wieder was angezeigt wird? Ich kann mal probieren, mal in die Waffenkammer zu schauen. Aber da wird's ja nicht so einfach. Na, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube nicht, dass wir gerade durch müssen. Er liegt ja nicht so. Na, fast tot. Bewegt sich gar nicht mehr. Telefon. Da ist die Kamera. Fuck. Daniel, what are you doing? Ich hab's gesehen. Ah, hier sind die Schlüssel. Zack, brauch ich keinen Botschafter. Warum kann ich das nicht nehmen? Hallo? What the fuck? Was soll denn das? Hier, Schlüssel 2. Stimmt, du kannst die nicht nehmen, lol. Das ist doch dämlich, Mann. Meine Güte. Hallo, das wird zu einfach, weißt du. Oh, Doc, oh fuck me. Meine Mutter hat mich. Beim Vorbeilaufen wurde ich ja fast von dem Dude da gesehen, ey. Der ist ziemlich heftig da. Ein krasser Dude, Junge. So. Oh Gott, der läuft sogar raus, what the fuck? Geht er die Treppe hoch? Ah, jetzt wird es uns wieder angezeigt, ja. Wir sind zu lange geboren. Aber das Problem ist, er wird wieder zurückkommen, das weiß ich genau. Ja. Fuck, my life. Wir müssen uns hier verstecken, bis er wieder zurück in den Raum geht. Oder haben wir nicht den Alarm deaktiviert? Den könnten wir hier aufmachen. Ja, ich glaub schon. Wenn den eigentlich deaktiviert. Dann machen wir hier einfach auf und dann können wir da durchspringen. Also eigentlich hat man das also. Oh Gott! Kannst du dich im Knien machen? Ja, wollte gerade sagen. Ist okay, wenn es Alarm kommt, werden wir mit einer geholt. Ja, aber echt, ey. Okay, hier ist die Garage. Aua. I see. Oh Gott, nein! Daniel, wir müssen da rein, fuck. Wir kommen da nicht rein. Versteck dich hier, okay. Ich hab mich verstecken können. Aber bei dir in der Garage ist halt jemand, deswegen. Ja, der da hier. Das ist ein bisschen doof. Pseudomir oder so. Ich bin ein bisschen eingesperrt. Oh. Hallo. Wie haben wir das noch geschafft? Das ist eine gute Frage. Wir können doch bestimmt da reinspringen, oder nicht? Okay. Oh nö, was? Da kommen wir nicht. Komplett. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, es kann das sein, dass wir durch die Garage müssen oder so? Doch, da. Tür öffnen. Zack. See if you can find some tools. Oh Gott, Alter! Jetzt gibt's mir keine Cams mehr, deswegen. Oh nein, der hat uns gesehen. Der Dude hier. Was war? Mann. Ja, einfach ECM. Ja, nein, nicht erschießen, Daniel, das. Ich musste, ich leg. Nein, musstest du nicht. Ja, stimmt. Das war's dann. Ja, hast recht. Du erschießen diese. Na gut, wir sind eh bei 44 Minuten. Na, das war's dann. Ja, man sieht sich. Nein, warte! Ja, okay. Der läuft halt arschlangsam, you know. Deswegen, deine Hand zu ihm zu schießen war das Schlimmste, was ja, du machen kannst. Ja, das war halt Reflex. Nein, ich hab dich sogar vorgewarnt. Ja, stimmt. Scheiße. Weil halt, hättest du nicht ihn getötet, hätten wir einfach mit ECM hätten schaffen können. Ja, du hast recht. Das war mein Fail. Das war mein Fail. Nimmst du noch auf? Ja, ich nehme auf. Okay. Weil theoretisch können wir mit dem vielleicht noch entkommen.
Wenn jetzt das eigentlich noch in die Garage laufen, dann müssen wir kommen. Wenn der ein bisschen schneller wäre, genau. Er stand wirklich 2 Minuten lang, einfach nur rum in die Luft geguckt, ey. So, mit dem können wir doch jetzt ankommen. Finde deinen Autoschlüssel. Oh mein Gott. Das ist bestimmt da, warte. Oh nein, da ist jetzt ein... Abschlüssel, welchen Schlüssel? Nummer 2, Daniel, jetzt hast du den falschen. Ja, ich kann dich wegschmeißen. Ja, dann musst du hingehen, dann renn da hin zum Auto, von hinten aus. Das ist halt von... Welches ist das Auto? Was kann ich da machen? Ah, ihm kann ich den Ausschlüssel geben, als sie. Oh, der fährt. Okay. Aktiviert den Hubschrauber, was? Aua. Müsst ihr nur verteidigen. Ah, Hubschrauber, ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Ich geh mal lieber da rein. Ey, die KI muss uns verteidigen oder so. Ah, das haben wir jetzt echt ein bisschen leid, ey. Ah. Deswegen, da sagen hier mal diese, da sind die Churros übrigens, und Tisch. Ja, stimmt. Deswegen, das war ja eigentlich immer diese Regel, ne? Wenn man 4 Pager hat, nicht die Typen erledigen, weil sonst kommt der Pager. Ich weiß. Warte ich von mir. Wie gesagt, ich meine, es gibt noch eine Chance. Die KI könnte uns noch verteidigen, oder so. Ja. Und bis jetzt sind überraschend wenig Cops da. Ja, ich hab bis jetzt noch nicht einmal Schaden bekommen. Wenn ich da rausgehe, sieht es ein bisschen anders aus. Die KI muss verteidigen und dann muss uns nur einmal dann irgendwie noch einer reinkommen in den Escape-Ding. Ja, wir probieren es. Das ist auch Death Sentence, ne? Man da. Ja. Also eigentlich schon. Ende auf die Karte. Siehst ja oben auch, wenn ihr mal. Dir müsste ja oben auch angezeigt werden, die Schwierigkeitsstufe, wenn ihr das dauert. Der Polizeiverstoß, das stimmt. Das war so eine gute Idee von dir, dass wir hier uns diesen Raum verschenken. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, dass wir noch leben, weil wir in diesem Raum hier sind. Kann nicht so viele Cops auf einmal kommen. Dass die Hälfte der Kugel gegen die Wand fliegt, kriegen wir einfach mal. Oh no. Was? Wir müssen den festigen. Wow, ja okay. Hätten wir aber entkommen können in den Jump. So also ist jetzt gerade meine Confidence von 100 auf 0 gefallen. Ja, guck mal. Aua, ich bin tot. Get the fuck up, ja. Oh, wow. Hätten wir das zu festigen, man wissen, hätten wir es geschafft. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim anderen Mal wieder. Warte, warte. Okay, das